Wir haben in Herrenberg ein Leitbild entwickelt, um einen klaren Handlungsrahmen zu haben für die Dauer von circa 10 Jahren, um Ziele, um Handlungsfelder, um Projekte zu definieren, damit wir alle in Herrenberg wissen, in diesen Leitplanken wollen wir uns engagieren und die Stadt dahin entwickeln. Für uns ist die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei der Fortschreibung des Leitbildes natürlich von ganz, ganz großer Bedeutung. Die vielen, vielen Menschen, die Mitmachstadt zu dem gemacht haben, was wir uns immer gewünscht haben, nämlich zu einer Stadt, wo sich die Menschen engagieren, wo sie sich einbringen, wo sie Projekte initiieren, aber auch durchführen und nicht nur Wünsche äußern. Das war das Ziel. Und das ist in den letzten 10 Jahren auch unter diesem Begriff der Mitmachstadt hervorragend gelungen. So, im Herrenberger Modell finde ich besonders wertvoll, dass du nicht ein bestimmtes Level an Engagement bringen musst, um irgendwas erreichen zu können. Dass man nicht ein gewählter Vertreter jetzt von den Jugendlichen zum Beispiel auch sein muss, um irgendwas mitgestalten zu können. Also ich kann hingehen mit meinem Herzensprojekt und irgendwie was Kleines mitgestalten. Oder ich kann so wie jetzt bei der Jugendbeteiligung zum Beispiel mir eine gemeinsame Meinung bilden und die in den Gemeinderat mit einbringen. Und diese Bandbreite abzudecken, finde ich besonders wertvoll. Also ich bin 2016 übers Jugendforum in die Jugenddelegation gekommen und seitdem engagieren wir uns jetzt für verschiedene Projekte. Wir überlegen uns eben, was könnte Jugendliche in Herrenberg beschäftigen. Manchmal ist man ja auch im Alltag schon mit Problemen irgendwie hier in Herrenberg mal konfrontiert und denkt sich dann, hey, das könnte man noch optimieren. Und dann setzen wir uns eben zusammen, wenn da einer die Idee hatte, und überlegen uns dann, wie wir das angehen könnten, wie wir da einen Antrag stellen könnten und formulieren das dann gemeinsam. Alle Einrichtungen der Stadt Herrenberg arbeiten nach dem Handlungskonzept Infanz. Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit sind die Kinderrechte. Diese schreiben wir ganz groß auf Partizipation. Die Jüngsten in den Einrichtungen erleben Partizipation in Kinderkonferenzen. Die Kinder sind aktiv bei dieser Kinderkonferenz dabei. Sie freuen sich jede Woche und sagen, wann ist endlich wieder die KIKO? Wann kann ich meine Stimme vortragen oder meine Beschwerde oder meine Idee? Es wird dementsprechend dann in verschiedenen Punkten abgestimmt oder es werden Kompromisse geschlossen, Ideen gesammelt. Ich kam vor 2 Jahren nach Herrenberg und habe gefragt, hey, wo kann ich mich hier einbringen? Und habe entdeckt, dass es ganz viele Leute gab, die dafür offen waren, dass ich mich hier einbringen konnte. Und inzwischen habe ich einen Ort gefunden, wo ich mich einbringe. Ich arbeite bei der EJW und mache offene Jugendarbeit und habe jetzt die Möglichkeit, ganz viele junge Menschen zu erreichen mit Breakdance, Beatbox, Rap und Graffiti und all das, was ich mitbringen kann. Ich habe vor allem ein Herz für junge Geflüchtete, weil ich genau weiß, wie das ist, wenn man nach Deutschland kommt und die Sprache lernen muss, weil ich muss das nämlich auch. 2015 haben die Vereinten Nationen eine Agenda 2030 verabschiedet und die hat zum Ziel, ein gutes Leben für alle zu gewährleisten. Es sind 17 Ziele und viele Unterziele und sie umfassen zum einen soziale Aspekte, wirtschaftliche Aspekte, ökologische Aspekte und es geht darum, diese Anliegen, diese verschiedenen Perspektiven eines guten Lebens tatsächlich in Balance zu bringen und das nennen wir nachhaltige Entwicklung. Die Arbeitskreise der lokalen Agenda 21 und viele weitere Akteure in der Fairtrade-Stadt haben hier schon ein sehr, sehr starkes Fundament der nachhaltigen Stadtentwicklung aufgebaut. Viele Projekte aus dem aktuellen Leitbild spiegeln auch deshalb bereits den Nachhaltigkeitsgedanken wider. Ich bin Naturführerin und Mitwirkende bei einem Bürgerprojekt. Wir haben hier in Herrenberg in unserer tollen Kulturlandschaft verschiedene Streuobst-Erlebniswege gestaltet mit Elementen, mit Informationen für Jung und Alt, dass man hier die Landschaft erleben kann und auch erfährt, wie wichtig diese Landschaft ist, damit sie uns erhalten bleibt, damit auch unsere Nachkommen noch was davon haben. Die Streuobstwiesen haben einmal einen Wert direkt für uns. Also wir kriegen da tolle Produkte, es ist für uns ein Naherholungsgebiet. Und jetzt aber mit diesen neuen Erkenntnissen bezüglich Artensterben kriegen die Streuobstwiesen auf einmal noch einen viel höheren Wert, weil die Streuobstwiesen tatsächlich eine ganz wertvolle Oase für Insekten, Vögel, Pflanzen sind. Und ich denke, wir als Herrenberg haben eine gewisse Verpflichtung, das Stückle Oase, was halt bei uns ist, zu unterstützen. Das Naturfreibad wurde 2015 eröffnet, nach einer Bauzeit von knapp über einem Jahr. Das Besondere am Freibad an sich ist die Wasseraufbereitung ohne Chemie. Wir arbeiten hier rein biologisch mit externen Filtern und Organismen, die unser Wasser reinigen.
Und was auch besonders ist, ist wahrscheinlich der Entstehungsprozess über viele, viele Beteiligungsrunden hinaus mit intensiven Diskussionen in Gemeinderat und sonstigen Kreisen. Und das ist das Ergebnis, ein schönes Naturfreibad. Das Seeländer-Areal ist von ganz, ganz großer Bedeutung, weil es das erste große Projekt in der Stadtentwicklung ist, wo wir die zweite Schale um die mittelalterliche Altstadt entwickeln wollen. Mit einer großen Möglichkeit an Einkaufen, aber auch an Büros, an Gastronomie und vor allen Dingen auch an Wohnen, eine ideale Ergänzung. Und das hat für die Zukunft große Bedeutung, weil viele weitere Mosaiksteine folgen werden, das BayWa-Areal, die Bahnhofsarealsbebauung. Und jetzt haben wir mit Seeländer eines, das in Kürze fertig ist und wo es uns gelingt, auch mit der völligen Umgestaltung der Seestraße dann auch den Bogen in die mittelalterliche Altstadt zu schlagen. Und da freuen wir uns drauf, dass das in Kürze realisiert ist. Wenn wir jetzt das Leitbild fortschreiben und an den globalen Nachhaltigkeitszielen ausrichten, haben wir eine sehr gute Möglichkeit, die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt nicht nur zu überprüfen, sondern auch unsere Kommune weiterhin entsprechend auszurichten. Das ist ein sehr starkes und wichtiges Signal, dass die Kommune Herrenberg diese Ziele mitverfolgen will und einen Beitrag leisten will. Diese globalen Nachhaltigkeitsziele haben eigentlich nur eine Chance, wenn tatsächlich auch die kommunalen Ebenen sagen, wir unterstützen das. Das ist ein zentraler Impuls, den Bürgerinnen brauchen, um mit diesem Engagement auch ermutigt zu werden und ihr Engagement fortzusetzen. Und es ist eine große Chance für die Kommune, hier den globalen Blick zu weiten und noch größer zu denken. Wenn wir zurückschauen und schauen uns die Ziele an, die wir uns gesetzt haben, schauen uns die Projekte an, es waren über 250 an der Zahl und schauen, was wir realisiert haben in den letzten knapp 10 Jahren. Dann stellen wir fest, dass annähernd 90% dieser Projekte entweder schon umgesetzt sind oder in Arbeit sind. Und das wollen wir natürlich auch in die Zukunft tragen, das ist doch gar keine Frage. Das ist eine große Stärke dieser Stadt und es muss noch stärker in das Thema der Nachhaltigkeit gehen. Das ist eine Zukunftsaufgabe, die wir in der Vergangenheit in den Handlungsfeldern, glaube ich, schon gut verankert hatten, aber in der Zukunft noch eine viel, viel stärkere Rolle spielen wird.